Was für mich in erster Linie zermürbt und was ich als emotionalisierend und frustrierend empfinde, ist sozusagen die Haltung der Impfverweigerer und Impfskeptiker zu sehen, dass viele Schicksale vermeidbar gewesen wären, wenn nur ein gewisser Teil der Bevölkerung, nämlich die Impfskeptiker, sich offen zeigten für einen rationalen Diskurs zum Thema Impfen. Und zu sehen, dass das nicht der Fall ist, dass da permanent und unablässig Justamentstandpunkte vertreten werden, das ist ordentlich zermürbend. Gemeinsam gegen das Virus.